eine Vorspeisenvariation. Wow. Delikatessen, Champagner, Wein. Bei uns kostet die in etwa 2000 Euro. Beheizbares Mobiliar. Es ist natürlich ein absolutes Must-Have und lässt die Kleis auch wieder viel mehr wie zu Hause fühlen. Die kosten knapp 3000 Euro. Und shoppen, ohne die Luxus-Suite verlassen zu müssen. Die liegt bei knapp 550.000 Euro. Es ist überhaupt nicht too much. Es gehört dazu mit dem Luxus. Die Suite befindet sich im 5-Sterne-Hotel Mandarin Oriental in München. Direkt neben Münchens teuerster Einkaufsmeile. Auch die Lage spielt beim Preis eine Rolle. Heute Nachmittag erwartet das VIP-Hotelpersonal den nächsten Gast der Präsidentensuite, einen Düsseldorfer Millionär in Begleitung. Wollen wir starten? Sehr gerne. Für heute begrüßen wir unseren VIP-Gast, Herr Niklas Wolker-Riemann. Wir begrüßen ihn wieder zurück, zum 18. Mal wieder hier bei uns. Und er wird dieses Mal in unserer Presidential Suite übernachten, in der 608. Und er wird nur für die eine Nacht hier sein. Nur für die beiden Gäste der Präsidenten-Suite hat das Hotel 15 Mitarbeiter abgestellt. Für die kommenden 24 Stunden rund um die Uhr. Der Marke Beluga Kaviar, ja, wie das auf dem Schirm haben. Wir haben bestellt, es kommt heute um 10 Uhr an. Perfekt. Das ist eine spezielle Anlieferung für heute. Und dann mag er auch gerne Dom Perignon Champagner und den Veuve Clicquot. Dass wir das dann jeweils noch vorbereiten. Wunderbar. In den 17.000 Euro ist alles all-inclusive. Wir sind gespannt, was alles genau. Das Hotel führt Präferenzlisten seiner VIP-Gäste. Das sind die Vorlieben der Superreichen. Details, die das Hotel im Laufe ihrer Aufenthalte gesammelt hat. Sie müssen nichts bestellen. Alles kommt automatisch. Das sind ja die Notizen, die wir aufnehmen oder die Kommentare halt von den Gästen dann auch. Das ist für uns auch ein Lernen, um das zu verbessern, dass wir das nächste Mal korrigieren und das dann richtig machen, sodass es das nächste Mal stimmt und dass er reinkommt und sagt, dieses Mal ist es richtig und so stimmt. Und das ist sie. Die 17.000 Euro Präsidentensuite im teuersten Hotel Deutschlands. 120 Quadratmeter, Edelhölzer, Carrara-Marmor im Bad und Designerlampen aus Murano-Glas. Der Flügel, wo die Präsidentensuite sich befindet, der wird komplett nochmal abgetrennt. Und das bedeutet wirklich, dass dann das der privateste und intimste Bereich des Hotels ist und dementsprechend auch besonders geschätzt bei Staatsgästen, Celebrities. Ist ganz schön frisch hier drin. Sind jetzt bei 22 Grad. 22, genau. Wunderbar. Schauen wir nochmal. Persönliche Details sollen den VIP-Gast, der vermutlich schon an jede Art von Luxus gewöhnt ist, doch noch überraschen. Hausdame Jennifer bereitet zusammen mit Housekeeping-Managerin Anna die Suite 2 bis 3 Stunden lang vor. Und sie kontrollieren, ob alles sauber ist. Es ist selbstverständlich in jedem Zimmer der Standard, dass alles perfekt sein muss. Aber einfach auch aufgrund des Preises, die der Gast hier zahlt, muss man da natürlich noch mal penibler ein Auge drauf werfen, dass alles 100% perfekt ist. Wir haben jetzt hier einmal den Champagner, den Dom Perignon, den wir extra besorgt haben für den Herrn Riemann. Und dazu hat Diana aus unserer Patisserie ein besonderes Amenity gemacht. Und zwar ist das einmal unser Hotel aus Schokolade. Ich würde es auch gerne mit einlassen. Zum Probieren. Ein Willkommensgruß der hauseigenen Patisserie ist auch dieses Blumengesteck aus 4 Kilogramm Schokolade. Dann haben wir jetzt schon mal den Kissenbezug. Den machen wir auf die rechte Seite von seinem Bett, weil er da auch gerne schläft. Das steht auch in den Präferenzen mit drin. Wir staunen. Gestickte Initialen auf den Kopfkissen für nur eine Nacht. Die Buchstaben NR stehen für Niklas Riemann. Das ist wirklich nur für unsere Top-VIP-Gäste. Und das soll dadurch schon auch seine Besonderheit behalten. Der Name der Begleitperson ist bisher nicht bekannt. Auch diese Initialen sollen bis zum Eintreffen der Gäste auf Kissen und Bademantel stehen. Ob das klappt? Und es gibt noch etwas Exklusives für den Zimmerpreis. Eine beheizbare Toilette für 3000 Euro. Ja, beziehungsweise einmal gucken, dass die Armaturen schon mal sauber sind, falls er die Duschfunktion nutzen will. Alles funktioniert per Knopfdruck. Gerade in den asiatischen Kulturen, da hat man das schon oft, dass man da die verschiedenen Duschfunktionen, Föhnfunktionen, beheizte Toilettensitze, dass man die alle hat. Jetzt geht es los. Concierge Dario ist für Extrawünsche zuständig und holt die VIP-Gäste mit 625 PS vom Flughafen ab. Den Wagen können die Gäste dann auch weiter nutzen. Der ist inklusive.
Haben wir eigentlich schon den Namen von der? Noch nicht. Das ist dann die nächste Aufgabe. Dann müssen wir ganz unbedingt dringend den zweiten Namen haben. Den haben wir noch gar nicht? Den haben wir noch nicht. Den müssen wir unbedingt noch erfassen. Also das heißt, ich muss da ein bisschen am Flughafen dein Bestes mit geben. Fingerspitzengefühl ein bisschen ganz genau. Das Ganze herauskitzeln. Der ganze Aufwand nur für die Initialen des Gastes auf Kopfkissen und Bademantel. Wie fühlt sich das an, immer den Luxus vor der Nase? Klar, solche Fahrzeuge fährt man nicht jeden Tag und privat stimmt schon. Ist wahrscheinlich ein Preissegment, was ein bisschen über mein Budget steigt. Und deswegen, ja klar, sowas privat ist ein Traum. Aber deswegen kann man es ja durchs Hotel, kann man es ja privat jetzt nicht nutzen, aber man kann es beruflich nutzen. Und deswegen ist es, ist es schön. Noch 3 Stunden bis zum Eintreffen des Millionärs im teuersten Hotel Deutschlands. Alles ist im Preis von 17.000 Euro inklusive. Essen, Spa, Gym, Food and Beverage Manager Peter sucht gerade die Getränke fürs Abendessen aus. Ich bin gerade die Weine für heute Abend am Aussuchen. Oder? Wunderbar. Ja, wir haben einen wunderschönen Comte Champagne, wirklich Grand Cru, also wirklich super, super Champagner. Geht sehr gut zum Aperitif, habe ich mir so ausgesucht mit zusammen mit Chef, damit wir da gut in den Abend starten. Und dann zum Hauptgang dachte ich, gehen wir ein bisschen zurück zu Frankreich. Einen wunderschönen Canton Grand Cru aus dem Burgund. Das wird unseren Gästen wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Der Wein steht auf der Präferenzliste des VIP-Gastes. Bei uns kostet die in etwa 2.000 Euro. Doch ein Detail läuft nicht nach Plan. Hi Anna, hi Jenny. Hallo, hallo. Das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung, ne? Ja, total. Und mit Hagel mittlerweile? Mit Hagel, ja. Oh nein. Gerade angefangen. Das ist nicht gut. Wenn es gegen die Scheiben regnet, müssen die noch mal geputzt werden. Hoteldirektor Dominik nimmt die Präsidentensuite ein letztes Mal in Augenschein, bevor er sie freigibt. In der Küche auch alles in Ordnung fürs Dinner heute Abend, ja? Genau. Hat Jakob schon vorbereitet? Ja. Guck mal, die Lampe noch beim Glühbirnenwechsel anscheinend. Ist hier die eine Kugel ein Stückchen nach unten dran, ja? Handtücher ganz neu und frisch, vielen Dank, überall. Die Toilettensitzheizung hast du auch nochmal gecheckt? Ja, haben wir auch alles gemacht. Dankeschön, die war beim letzten Mal nämlich fehlerhaft. Sieht super aus. Die Suite lässt sich übrigens noch erweitern. Für Bodyguards und Angestellte buchen die Superreichen gerne noch 4 Nachbarzimmer dazu. Alle 5 Zimmer zusammen, inklusive der Präsidentensuite, umfassen 450 Quadratmeter und wir verkaufen das pro Nacht zwischen 17.000 und 25.000 Euro. Und 80% im Jahr ist die Suite belegt. Concierge Dario befindet sich derweil mit dem Millionär aus Düsseldorf auf dem Rückweg vom Flughafen zum 5-Sterne-Hotel. Das Wetter hat sich zum Glück wieder beruhigt. Auch den Namen der Begleitung hat Dario in Erfahrung bringen können. Hallo Dario, ich bin Jenny. Hallo Jenny. Ich fahre gerade an mit Herrn Niklas Rehmann und Frau Antonia Prui. Wir sind jetzt gerade um die Ecke. 2 Minuten bin ich da. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Das hört sich super an. Was die Gäste nicht ahnen, im Keller des Hotels wird der noch fehlende Name in Windeseile auf Bademantel und Kissen gestickt. Hallo Daniela. Hi, wie sieht's aus? Haben wir es fertig? Ja. Super. Ja, na komm gleich. Perfekt. Das war knapp, denn die Gäste der Präsidentensuite fahren bereits vor. Herzlich willkommen im Mandarin Oriental München. Hallo. Vielen Dank. Dankeschön. Millionär Niklas Rehmann stammt aus einer Familie, die ihr Vermögen mit Parkgaragen gemacht hat. Überdies hat der Unternehmer eine eigene Getränkefirma für viel Geld weiterverkauft. Und herzlich willkommen in einem neuen Zuhause. Wow. Das ist aber eine schöne Begrüßung. Nicht nur vom Wetter her. Schau dir die Torte an, das Hotel in Miniatur. Ganz genau. Unfassbar. Die Aussicht natürlich. Und hier haben wir auch die Kopfkissen bestickt mit ihren Initialen. Personalisiert. Das ist nicht schlecht, ne? Das finde ich einmalig. Also darf ich das Kissen dann auch mitnehmen? Selbstverständlich. Aha,
Dieses Detail hat offensichtlich Eindruck gemacht. Unterdessen bereitet das Küchenpersonal in der suite-eigenen Küche das Abendessen vor. Die Gäste müssen sich also nicht ins Hotelrestaurant bemühen. So, und die schöne kleine Vorspeisenvariation. Wow. Zu Lisa. Wir haben hier Wagyu-Tacos mit Beluga-Kaviar. Und wir haben hier Oktopus-Carpaccio mit Jalapeno-Creme. Ja. Und sogar noch eine Kleinigkeit. Noch mehr. Ja, noch eine Kleinigkeit mehr. Wir haben hier kanadischen Hummer, wieder mit Beluga-Kaviar, gehacktes Ei und Blinis. Guten Appetit. Wir werden auf jeden Fall satt heute Abend. Der iranische Kaviar gilt als eine der seltensten Delikatessen, denn der Beluga-Stör legt nur alle 18 Jahre Eier. Das ist tatsächlich nach meinem Geschmack, ja. Und Beluga ist natürlich die Königsdisziplin. Ja, und eben ist es genauso mit dem kanadischen Hummer. Das ist schon, darüber geht halt nichts mehr. Ne? Und das ist natürlich die Frage, wie oft gönnst du dir das im Jahr? Aber ich denke, mit dem Ausblick und mit der Suite, da kann man das machen. Auch der erhöhte Zimmerpreis wegen der Inflation schreckt ihn nicht ab. Immerhin war die Präsidentensuite im Vorjahr noch 2000 Euro günstiger. Ich genieße definitiv das Privileg, so zu leben. Aber letztendlich arbeite ich auch jeden Tag darauf hin, dass ich mir das leisten kann. Und dass ich auch aus der Position eben entscheiden kann, ob mir das Detail auf dem Teller gefällt oder eben nicht. Der nächste Tag auf der Dachterrasse. 500 Quadratmeter zur alleinigen Nutzung für die Gäste der Präsidentensuite. Heute hat Niklas Rehmann Lust zu shoppen. Zu unserer Verwunderung nicht auf der Maximilianstraße, sondern hier im 8. Stock. Auf seinen Wunsch kommt der Händler für Luxusuhren ins Haus. Bei der Rolex Daytona mit dem grünen Blatt liegen wir auch plus minus auch bei 80.000 Euro. Bei der Patek Philippe in Rosé Gold liegen wir bei 200.000 Euro. Und diese Uhr hier kostet so viel wie eine Eigentumswohnung. Darf ich fragen, wo liegt die preislich? Die liegt bei knapp 550.000 Euro. Von anderen Marken bin ich eher weg, weil die so schwer dann auch sind. Und wenn du dann den ganzen Tag im Büro sitzt und das am Handgelenk hast, dann ist das ja schon recht lästig. Auch das ist im Preis der Präsidentensuite inklusive. Also das ist schon einmalig, dass man hier oben in der Atmosphäre dieses private Aufeinandertreffen möglich zu machen. Ne? Und du hast ja auch mit so Schätzen Angst, in der Tragetasche aus dem Shop zu gehen. Deswegen ist das hier natürlich perfekt, weil das kann dann gleich in den Safe im Hotel gebracht werden. Dennoch kann sich der Düsseldorfer Millionär nicht zu einem Kauf durchringen. Eine gute halbe Million für eine Uhr ist auch für ihn kein Schnäppchen. Wir wollen wissen, wie viel die Servicekräfte verdienen, die sich hier um die reichsten Gäste kümmern. Aber über die Gehälter spricht das Hotel nicht mit uns. Irgendwann mal, wenn ich das leisten kann, alles. Natürlich. Aber jetzt nicht. Ich finde es überhaupt nicht too much, wenn jemand das, die Möglichkeit hat, das alles zu leisten, alles diese Zeit zu genießen. Das ist überhaupt nicht too much. Es gehört dazu mit dem Luxus. Wassertemperatur 26 Grad und Sonne. Ist der ganze Luxus selbstverständlich für jemanden, der sich 17.000 Euro für eine Übernachtung leisten kann? Das ist schon eine Atmosphäre, die du auf der einen Seite natürlich für den Preis verlangen kannst, aber auf der anderen Seite, die das Ganze einmalig macht. Ne? Da müssen wir gar nicht, also wo kannst du in Deutschland auf der Dachterrasse mit so einer Kulisse so ein Frühstück im Pool zu dir nehmen, oder? Das ist schon großes Kino. Unterdessen laufen schon die Vorbereitungen für den nächsten Gast der Luxus-Suite. Wir würden schon ganz gerne wissen, wer als nächstes hier einzieht. Das dürfen wir natürlich nicht verraten, wer als nächstes in diese Suite kommt, weil ansonsten würden wir auch das Klientel an Gästen gar nicht in unser Haus bekommen. Das gehört zu unserem Standard dazu. Aber eins darf ich verraten, die komplette Etage ist gebucht. Also dieses Mal ist es wirklich die Grand Presidential Suite. Für 25.000 Euro.